Moin und Wartmannsheil von der IWA 2024. Angekommen am Stand von Rösler. Neben mir ist der Walter. Und das ist im Grunde wie nach Hause kommen. Denn hallo, Keno. Wir kennen uns ja jetzt schon wirklich ein paar Jahre und arbeiten gerade auch auf den Messen immer wieder zusammen vor der Kamera. Jagd genau. Und Hund muss ich dieses Mal ja leider ausfallen lassen. Corona nach der SHOT Show. Insofern, ja, hast du gut überstanden. Ja, alles gut. Aber ja, das war schon irgendwie wild. Gerade nach der SHOT Show dieser Trubel, den man da erlebt und dann zack auf einmal irgendwie erstmal 3 Tage mal ausgebremst Pause. Und nichts ging mehr. Aber insofern musste ich die SHOT Show mit dir, die Jagd und Hund mit dir leider skippen sozusagen. Haben wir kein Video gemacht, aber jetzt hier von der IWA finden wir wieder zusammen. Schön, freue mich. Super, dass wir jetzt, ne? Die Zeit finden. Ich finde es auch. Das ist auch für mich das persönliche Highlight. Aber Highlight ist auch natürlich auch das Thema, die Signature. Immer noch, wie soll man sagen, dein neues Flaggschiff, dein neues Baby. Und ich finde auch ein Produkt, was du einfach auf den Markt gebracht hast, wo du dir wieder eben viele Gedanken gemacht hast. Alles funktioniert und du bist rausgekommen. Und es funktioniert eben einfach auch. Und das ist immer so das, wo ich sage, so, am schönsten ist ein Produkt, wo ich als Norddeutscher immer mich sozusagen mit meiner stoischen Ruhe zurücklehnen kann und sagen, es funktioniert. Und genau das will ich von einer Jagdwaffe. Ja, also das letzte Jahr, das erste Jahr mit der Signature war ein sehr erfolgreiches, ein spannendes Jahr. Und Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Man ist ja irgendwo in der Konstruktions- und Produktionshölle Hersteller. Ja. Und da kann immer was passieren, aber es ist gut gegangen. Wir waren sehr erfolgreich. Die Waffe wurde super angenommen, wir haben tolles Feedback bekommen von unseren Kunden und ja, schöne Bilder auch immer wieder, da freuen wir uns immer das sehr, wenn da mit dem Feedback die Community auch, so sich begeistert dafür. Genau, und dann Bilder schickt vom Weidmannsheil und so weiter. Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Tolles letztes Jahr. Das glaube ich und das habe ich auch weiter so verfolgt und wahrgenommen. Aber ich würde sagen, das ist nämlich genau das, worüber wir uns jetzt unterhalten, weil die Produktfeatures, die haben wir schon in anderen Videos vorgestellt. Da ist, glaube ich, genug Content mittlerweile draußen. Schaut den euch gerne an bei Alpha Shooters. Aber ich würde sagen, wir reden einfach über die Erfahrung. Denn ich hatte ja auch jetzt die Waffe seit 10 Monaten, glaube ich, in der Verwendung tatsächlich. Ja, schön. Und ich hoffe, du hattest viel Weidmannsheil damit. Viel Weidmannsheil tatsächlich auf alles, von Fuchs bis Schwarzwild. Reise nach Afrika steht noch aus mit der Signature, aber dann habe ich wirklich sozusagen einmal alles erlebt, was ich mir mit einer Jagdwaffe sozusagen erträume. Ja, super, einmal rundum. Ja. Einmal rundum, Afrika genau. Afrika ist natürlich ein Traum, ja. Ja. Und das war ja tatsächlich auch der Haupthintergrund, warum ich gesagt habe, nach all den Jahren interessiere ich mich wirklich mal ernsthaft für eine Handspannung. Auslandsjagd. Oft so die Gegebenheit, man lädt sofort nach Verlassen des Fahrzeugs bei Beginn der Pirsch die Waffe komplett durch und nicht unterladen, wie es hier in Deutschland eher so Usus ist. Das heißt, ich habe sofort eine Patrone in der Kammer und dann war eben mein erster Gedanke das Mehr an Sicherheit. Und der zweite Gedanke war im Grunde auch das Mehr an Sicherheit bei der Nachtpirsch und auch allein beim Nachtansitz, Abendansitz, überall da, wo sozusagen immer noch so der eine zusätzliche Stressfaktor mit dazu kommt, zu sagen, ich habe einfach diese Funktion, die Waffe komplett, ich sage es nochmal, außer Betrieb zu nehmen durch einen Hebel, indem ich das ganze System entspanne. Genau, und das hören wir auch immer wieder, dass das einfach dieses Gefühl, sicher unterwegs zu sein, eigentlich der Hauptgrund für eine Anspannung ist. Einfach, dass man diesen einen Stresspunkt weniger hat. Und dann tatsächlich schon viel früher die Patrone ins Patronenlager bringt, als wenn man es normalerweise machen würde. Genau, das ist es. Und ich muss tatsächlich sagen, mein Hauptgedanke und die Hauptfrage, die auch immer aufkam, war das Spannen, ob das nicht eventuell bei dem einen oder anderen zu laut ist oder ähnliches. Ihr hört das hier, wir haben die Mikros direkt an. Man hört nichts. Ist komplett geräuschlos. Wenn man am Daumen an diesen Sperrschieber entlang gleitet, dass der nicht unkontrolliert dann rausspringt, dann hört man überhaupt gar nichts. Genau. Dann ist das komplett geräuschlos. Ja. Und auch so von allem, was sozusagen zu der Waffe gehört, die Haptik, also ich habe ja die Hunter mit dem Hunter-Schaft, weil ich das Einstellbare so unglaublich gerne mag, muss ich sagen, eine Jagdwaffe, die ich einfach
bei all den anderen, und ich habe ja auch noch eine schöne Titan 6 oder ähnliches von dir im Schrank stehen, die Signature ist tatsächlich die, die es jetzt im letzten Jagdjahr wirklich immer mit rausgeschafft hat. Super. Ja, und die Hunter ist auch unser meistverkauftes Modell, absolut. Diese Möglichkeiten über die Verstellungen und so weiter, das wird sehr gut angenommen und die Leute haben da echt Freude damit. Ja. Genau, und du hast ja jetzt wirklich nochmal die Palette erweitert. Ein Produkt können wir uns ja vielleicht doch nochmal ein bisschen im Detail angucken, denn sieht nicht nur edel aus, sondern bringt auch ein bisschen, wie soll man sagen, noch moderne Technologie mit sich. Genau, also das ist jetzt unsere neue Carbon-Variante, da haben wir eine Partnerschaft mit FPD. Sehr gelungener Schaft, wie ich finde, eben mit der Möglichkeit der Höhenverstellung bei der Backe. Sehr leicht natürlich, man spart einiges an Waffengewicht. Wir sind hier bei ca. 2,9 Kilogramm ohne ZF. Und ja, sehr robust, sehr steif. Absorbiert natürlich auch Rückstoß, das bringt die Carbon-Technologie mit sich. Genau. Ja, und da haben wir auch ein sehr knackig durchkalkuliert. Wir sind hier knapp unter 4.000 Euro UVB, 3.990 Euro. Das ist schon eine gute Ansage für so ein Setup. Genau, für ein Hightech-Gerät. Das, denke ich, das wird gut ankommen. Ich finde ja auch hier, also ich bin ja tatsächlich so ein 3D-Druck-Fan auch bei einigen Geschichten. Und das hier dann auch in der Kombination mit Carbon, mit dem schwarzen System, also das ist eine edle Waffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein Feature versteckt sich ja hier unten noch, die Aufnahme fürs Spaten-Zweibein. Genau. Also wir haben hier gleich hier vorbereitet, die Aufnahmen für Spartan, für die Spartan-Welt, Produktwelt. Also da gibt es das Zweibein, Dreibein, Monobot und was weiß ich was alles. Genau, das haben wir hier gleich integriert. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, man muss gerade bei solchen Sachen einfach auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Und gerade so in diesem Setup, Bergjagdwaffe etc., da haben sich die Spaten-Zweibeine tatsächlich, finde ich, auch wirklich bewährt und durchgesetzt bei vielen Leuten. Das ist ein sinnvolles Setup hier. Ja. Absolut, ja, genau. Ja. So. Ja. Eine Kleinigkeit haben wir da noch gemacht. Bei den Allround-Modellen haben wir eine Höhenverstellung umgesetzt. Ah ja. Das ist so auch mit einem Anschlag, also hier gibt es einen Höhenanschlag, den man selber justieren kann. Ah, sehr gut. Hier an dieser hinteren Schraube, wenn man hier mit dem Imbus hineindreht, dann wird der Anschlag tiefer, daraus wird der Anschlag höher. Dann hat man quasi zwei Positionen, einmal eingesetzt und einmal halt, wie man es haben will, auf die Position oben. Das ist sehr gut. Und ich finde, das setzt sich auch nach wie vor mehr und mehr durch. Also ich persönlich möchte auf eine Einstellbarkeit gar nicht mehr verzichten. Ja. Gerade dann auch Schaft und alles, das muss schon irgendwie passen. So richtig, glaube ich, tief drauf eingehen brauchen wir nicht mehr, aber erwähnen möchte ich es trotzdem noch. Linksystem hast du rausgebracht jetzt für die Signature. Genau. Und was ich im Grunde dazu eigentlich noch sagen möchte, ist Gratulation, dass du es wirklich mit, wie soll man sagen, ohne Aufschlag auf den Markt gebracht hast. Also wirklich sagst, links wie rechts, ich mache da jetzt rein, wie hattest du es mal genannt, Linkshändersteuer oder so ähnlich. Genau, das finde ich sehr, sehr gut von dir, dass du einfach sagst, das ist ein Feature, das gehört heutzutage mit ins Portfolio einer Jagdwaffe und ich biete das an, ohne jetzt extra Kosten für den Käufer zu verursachen. Genau, diese Philosophie haben wir ja schon längere Zeit bei der Titan 6 schon umgesetzt und waren uns auch sicher, wir wollen das wieder bei der Signature so machen, um hier einfach auch unsere Kunden, die Linkshänder sind, abzuholen. Ja. Genau. Sehr gut. Ach Mensch, wenn ich jetzt hier so stehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, so langsam zieht es mich auch wieder nach Hause ins Revier. Ich möchte meine Signature wieder ausführen. Es ist wirklich, irgendwie schade für meine Titan 6 gerade, die ich immer noch so, die habe ich jetzt in der Drückjagd-Konfiguration und so als meine Allround-Pirsch-Ansitz-Jagdwaffe ist jetzt die Signature wirklich mein Lieblingsstück im Schrank und dafür möchte ich dir auch nochmal ganz herzlich danken, hast du wirklich großartige Arbeit geleistet. Freut mich, ich freue mich immer um so tolles Feedback. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Danke. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Messe. Dir auch. Dankeschön. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.